Hallo zusammen, ich habe hier was, ich glaube, fast Unglaubliches. Und zwar habe ich zur Reparatur so einen Bootskühlschrank bekommen, ein Weco. Und wir schauen uns den jetzt mal von hinten her an. Der Kunde reklamiert, dass der Kühlschrank braucht zu viel Strom und kühlt ganz schlecht. So haben wir den bekommen, hier mit dem Kabel. Erstens ist das ein 1-Quadrat-Kabel. Das darf ja eigentlich gar nicht sein. Also verwendet mir dicke Kabel, das ist mal das Erste. Wir schauen jetzt zu uns hier diese Nummer an. Wir sehen hier diese Nummer, der Kühlschrank ist also von 2016, ist also 4 Jahre alt oder wenigstens 5. Und ihr seht hier an der Steuerung, ich habe diese Schraube hier, im Schraubenzieher, kann ich diese Schraube reindrehen, nicht raus, reindrehen. Und ich kann hier aufmachen. Und diese Steuerung wegnehmen und wir sehen hier das Tippenschild von dieser Secop-Steuerung, das ist 1617 Dat. Das heißt Jahr 16, Woche 17. Also die Steuerung ist irgendwann, ich sag mal, aus dem April 2016. Und der Kunde sagt, ja, der Kühlschrank sei in dem Schiff drin und der hat noch nie richtig gekühlt. Hier müsste an sich ein Ventilator sein. Auch hier sind die Anschlüsse auf dieser Steuerung nicht belegt. Habe ich dem Kunden gesagt, ob ein Ventilator demontiert hat. Nee, der hat den Kühlschrank rausgenommen, das sei immer schon so gewesen. Also der Kühlschrank hier ohne Ventilator, das kann gar nicht funktionieren. Was machen wir jetzt? Wir setzen hier solch einen Ventilator davor, schließen den natürlich an auf Plus und Minus, also auf F und auf Plus. Ja, und dann müsste dieser Kühlschrank eigentlich funktionieren. Fast eine unglaubliche Störung. Ich glaube es immer noch nicht, dass so ein Kühlschrank, entweder wurde der demontiert oder wurde ohne Ventilator ausgeliefert. Aber der Kunde sagt, der hat das Schiff so übernommen. Und da hat sich noch nie einer darum interessiert, ob da ein Ventilator drin ist. Ja, das von diesem Kühlschrank. Das ist ein 62 Liter, der wird jetzt repariert, kein Thema. Ich verlinke euch hier oben unseren Wemo 62, der hat die gleichen Abmessungen. Und hier verlinke ich euch ein Video, auch über eine Störung, eine Reparatur eines Bootskühlschranks. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.